Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play den Euro Truck Simulator 2. Ja, und wir sind ja immer noch dabei, uns eine Spedition aufzubauen. Jo, und ich habe uns hier schon mal die nächste Fuhr ausgesucht. Und zwar fahren wir heute mal von Dresden nach Prag. So, dann wollen wir mal. So, ja. Das wäre dann jetzt unsere Lieferung. Kleinen Bagger. Und wieder. Zack, F3, nein. Und ja, klar, kannst du mitbeleuchten. So. So, dann wollen wir mal. Nein, hier ist F3. Auf nach Prag. So, dann haben wir da mal unsere ersten Fahrgäste. Na, wollt ihr mit? Ach nee, ich bin ja... Oh, Entschuldigung. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel um See fährt. Jo, wir fahren mal lieber weiter. Mein Gott, ist das peinlich. Ja. Gut. Weiter geht's, nicht? Oh, ist das peinlich. Ja, tut mir auch leid. Ja. So ist es. Wenn man halt so oft um sie gefahren ist. Bin ja gerade dabei, solange ihr die gesagt. Eine neue Folge Let's Play Omsi 2 und zwar auf der neuen Karte Stettin Version 4 hochzuladen. Bereitschaft bleibt in der Ecke. Hier müssen wir. Ja, ich bin schon wieder völlig durcheinander, völlig verwirrt. Wie gesagt. So, guck.
Ja, und ich habe mir gestern mal einen Livestream angeguckt. Ja. Vom Let's Player Tomtats 01. Und ich muss sagen, einfach nur klasse. Ist ja nicht mehr die Tschechoslowakei. Nun, man darf jetzt nicht mehr falsche sagen hier. Ja. Ja, und 144 Kilometer. Und das lohnt sich doch. Ja, wie gesagt, der Kollege hat mal wieder kein. War mal wieder nicht tanken. Finde ich wieder nett von ihm. Aber so sind sie, unsere lieben Kollegen. Nackt mir die Sinsen. Habe ich den Chef zwar auch schon gesagt, aber naja. Hauptsache, scheinbar wir fahren. Schlafen gehen müssen wir noch nicht. Das ist schon mal sehr schön. Jo, dann fahren wir mal den Sonnenuntergang entgegen. Ach, ist das schön. Nee. Ist ja erst 7.16 Uhr, dann ist es, wir fahren den Sonnenaufgang entgegen. Ah, nimm mal einen Knoten aus der Zunge, dann klappt es auch wieder. Schon angekommen in Prag. Da war ja mal eine kurze Strecke. Ich würde sagen, dann machen wir doch glatt noch eine Fuhre. Das ist 15, Meister. Nicht wieder ein Ticket. Nicht schon wieder ein Ticket passieren hier. Ja, dann gucken wir mal, von Prag nicht schon wieder woanders hinkommt. Würde ich mal so sagen, das soll ja hier noch eine Fuhre machen. Das war ja dann doch relativ gut. So kurz ist ja dann doch nicht. Wir haben noch eine Stunde Fahrzeit vor uns. Dann ist es doch hier aber nicht Prag. Oder täusche ich mich jetzt da? Oh, meine. Ja. Wie geht's jetzt hier nach Frankfurt zurück? Na gut, wir lassen uns überraschen, nicht? Sehr schön.
Na, schauen wir mal, wo uns die Route jetzt hier hinführt. Also hier steht was von Frankfurt. Nun gut. Upsa. Ja komm, Junge. Wieder ganz woanders und ich habe das falsche gedeutet. Ah, nicht Prag ist. Dachte eigentlich, das ist Prag, aber na gut. Dann gucken wir mal, dann schauen wir mal, wo uns die Route jetzt hinführt. Immer vorbei, immer Kopf vorbei. Oh. Der nächste Baum muss sein, aber. Ja, ich bin immer wieder hin und weg von dieser Map. Immer noch, also. Sag ja Hut ab. Die Leute, die diese Map gebastelt haben, haben meinen höchsten Respekt. Am Bahnübergang. Ich glaube, wir halten mal an, weil ich glaube, da kommt jetzt gleich ein Zug oder da nichts. Oh doch, da kommt was. Ein Cargo Rail. Na, schau mal einer, guck. Nicht schlecht. Ob ich hier kurz war. Fahren wir uns dann endlich mal den LKW leisten können, damit wir hier mal, ja, nicht nur für den Chef fahren, sondern für uns selber. Oh, noch ein Bahnübergang. Ah, ich danke, ich bin voll und weg. Ich bin hier ganz begeistert von dieser. Oh, oh, das war ein bisschen zu doll. Aber okay. Ladung ist noch drauf, das ist schon mal sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch schwer begeistert von dieser Karte.
schnell. Jetzt liegen wir hier irgendwann am Graben und das wollen wir ja nun auch nicht. Ich meine, gut, bezahlen müssen wir dafür eh nichts. Das hat der Chef. So, jetzt wird's holprig. Ja, solltet ihr da was klappern hören, dann ist mein Lenkrad. Aber so ist es, wenn man über einen Kiesweg fährt. Oh nee, oh nein. Nicht diesen Stein hoch. Och nö. Hier mache ich mir doch wieder den LKW kaputt. Schön sachte hier runter. Hier wird fleißig gearbeitet. Ah, guck mal, ich brauche noch einen zweiten Bagger. So, dann liefern wir den mal ab hier. Eine Fuhre raus. Wo fahren wir denn jetzt hin? Nach Polen. Ja. Was haben wir? Rostock? Nein, ich weiß nicht. Reichsberg, London. Wir brauchen ja Geld. Also fahren wir wieder von Potsdam nach Berlin. Mit einem schönen Scania. Freut mich ja schon richtig drauf. Ich mag Scania. Unheimlich. Jawohl. So. Wo oh, jetzt hier raus? Ach, gleich raus. Na denn. Auf nach Berlin und der LKW. Das sind doch mal. Ja, ist halt nur ein bisschen doof mit der Gardine hier links. Kollege.
Hoppala. Ja, irgendwie ist dieser Cockpit dann doch ein bisschen ressourcenfressend, habe ich das Gefühl. Aber der Modbauer hatte ja gesagt, dass es irgendwie böse sein kann. Aber das ist so extrem. Gut, steckt man halt nicht dahinter, nehmen wir wieder raus den Mod. Der schöne Scania, also, gefallen tut er mir wirklich, also ist nur schade drum. Einfach mal gucken, ob wir nicht noch einen anderen Scania finden, der schön aussieht.
Ja, haben wir mal Licht ausgemacht, dann läuft es halt etwas besser. Sehen wir, wir brauchen auch kein Licht. Nicht. Bestell. Ja, man sollte schon gucken, was man da macht. Ich wollte eigentlich noch eine Kippe greifen. Aber ich glaube, ich lasse das mal lieber. Na, hebt mal erst nach vorne. Ja, dann zuckeln wir halt mit 60 über die Autobahn. Jawohl. Statt mit 80. Da vorne, ach so. Nicht eine Mautstation. Ja, nur noch 150 Kilometer bis nach Berlin, da ist das nicht schön. Und dann haben wir da auch schon den Grenzübergang Frankfurt-Oder. Oh, Frankfurt-Oder. Oh, wir sollten von mir sehen, sonst gibt es hier wieder den nächsten Blitzer. Muss ja nicht sein. Der sich da oben im Büro jetzt erschrocken hat? Ich hoffe.
auf der Autobahn. Da, da, di, da, di, da. Oder so ähnlich. On the road again. Ja, da fehlt hier noch ein bisschen die Musik. Ja. Wieder verlassen dürfen. Oh, wie schade. Na, schön hier auf der Autobahn. Kann man nicht anders sagen. Und dann lass uns mal rüber. Danke. Schau mal die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln hier. Musik ja nicht. Den Kratzer am Lack. Jetzt ausgerechnet jetzt anfangen zu regnen. Voller Größe und nicht nur das Cockpit, weil der sieht wirklich hammergeil aus, haben wir mal abgesehen. Also dieser Blade, der diesen LKW gebaut hat, den Scania, auch da, Hut ab. Oh, kann man nicht anders sagen. Aber noch könnt ihr ja nur das Cockpit sehen, weil der Eurotransimulator das beide halt so macht, warum auch immer er das so macht. Weil das Problem ist nämlich folgendes, die Modder können zwar schicke LKWs basteln und auch hier wie gesagt das Innenleben basteln. Das Problem beim Eurotruck Simulator 2 aber ist, dass halt wenn jetzt irgendjemand, ja wie gesagt, dieses Dashboard oder Cockpit umändert, übernimmt er das doch für alle anderen Scanias, die im Spiel sind. Das ist das Problem. Und auch den Motoren verurteilen. Da sackt mir gerade meine Framerate sowas von in den Keller. Oh, ich lasse das jetzt so, weil irgendwie bringt das jetzt nicht groß nach. Außer Licht auszumachen, aber dann kennen wir ja halt wieder ein Ticket. Jetzt könnten wir langsam aufhören zu regnen, damit ich das Licht ausmache. Wäre ja mal nicht schlecht. Können wir uns hier vorbei, Mogel? Na komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja.
gesagt, ich kann mich nur viermal dafür entschuldigen. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt diese Aufgabe beende, fangen wir wieder von vorne an. Ich halt jetzt gerade ein bisschen doof gelaufen. Das ist jetzt ausgerechnet jetzt perfekt zu ringen zum Ende dieser Folge. Hier dieses Ruckel-Video am Ende jetzt noch ab. Aber wie gesagt, ich kann mich nur dafür entschuldigen. Ich werde in der nächsten Folge werde ich diesen Scania mal rausnehmen. Hilft ja alle nicht, ne? Bleib doch still, Mensch! Hoffe ich mal, er setzt das Spiel nicht wieder zurück, wenn ich diesen Mod entferne. Dann wird er wieder meckern, ja, du hast doch diesen Mod entfernt und dadurch kann dein Spielchen kaputt gehen. Ja, ja, komm. Mecker du mal, Euro Truck Simulator. Ist mir egal. Da komm schon, Junge. Ich hole meine Frame noch weiter in den Keller sacken. Wirklich um sie sich hier noch abspielen. Ja, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall rausnehmen, dann sollte es auch wieder besser laufen. Ja, was ist halt das Problem, wenn die Map, die Modbauer halt auf ihren Rechner diese Mods bauen, Höchstleistungsgrafik, etc. pp. Ja, und andere Rechner leiden dann. Sollte dann eventuell, ich meine, ist eigentlich auch kein Meckern von mir. Ich meine, es ist alle gut und schön gemeint, aber man könnte auch ein bisschen, ja, ein bisschen mit der Qualität runtergehen und nicht so hoch auflösen, damit auch andere Leute was davon haben. So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Und mit unserem Meckern. Jo! Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da oder lasst doch gleich ein Abo da. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao, ciao.